Hallo zusammen. Ja, hier haben wir G. Und zwar habe ich sie mal wieder ein bisschen umgekleidet und dachte, ich zeige euch das mal hier einfach wieder auf dem Kanal, weil es ist ja schon etwas länger hier nichts mehr passiert. Und ja, ich würde den Kanal natürlich gerne mal wieder etwas füllen. Und daher, da ich ja sowieso mit G nach wie vor noch viel rumprobiere und sie immer gern einkleide, wollte ich euch natürlich das Ergebnis hier einmal zeigen. Es ist allerdings so, dass es jetzt keine neuen Klamotten sind, sondern ich habe sie tatsächlich auf Facebook schon mal gezeigt, aber ich glaube hier auf dem Kanal in Videoform noch nicht. Also die Leute, die eben Jenny Joined the Dolls auf Facebook nicht verfolgen oder Ji Liang, sie hat ja auch eine eigene Facebook-Page, die kennen das Outfit noch nicht. Also es ist so, es besteht aus einem Schal, wie man hier erkennen kann. Also sie hat einen Schal um und ein Pulli, der so ein bisschen, wie man sieht, glänzt. Also der hat so einen glänzenden Stoff, wie man erkennt. Und eine niedliche kleine Tasche. Hier drunter habe ich ihr einmal ihr kleines Satin-Kleid drunter gezogen. Also das hat sie wirklich schon etwas länger, also bestimmt schon ein Jahr. Und das sieht aber ganz niedlich aus, so mit dem Rock darunter, finde ich. Und diese etwas leicht zerrissene Leggings, die war auch mit in dem Set mit dem Pullover, dem Schal und der Tasche enthalten. Das Ganze ist von Nine Style. Und finde ich, sieht wirklich niedlich aus. Also darunter ist auch so Strumpfhose quasi. Ja, und dazu trägt sie die Schuhe, die sie ja auch schon länger hat. Die hat man auch schon öfter an ihr gesehen. Aber ich finde so, alles in allem ist das wirklich ein total niedliches Outfit. Die Perücke hat sie auch schon länger. Die dürftet ihr auch schon ein paar Mal an ihr gesehen haben. Aber ich finde so, gerade noch zur Winterzeit ist das ein wirklich süßes Outfit. Ich zeige euch das so einfach nochmal. Und mit diesem Anblick wünsche ich euch natürlich auch ein frohes neues Jahr. Ich habe ja 2015 noch keine Videos hier veröffentlicht. Deswegen wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Wünsche euch natürlich, dass euer Jahr 2015 toll wird, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt und eure Vorsätze vielleicht einhalten könnt. Das wünsche ich euch hier mit dieser schönen Aufnahme von G. Und möchte somit natürlich ankündigen, dass weiterhin hier Videos auf diesem Kanal erfolgen werden. Und ihr G natürlich nach wie vor öfter sehen werdet. Ja, und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Ich wollte sie euch nur kurz gezeigt haben und ich hoffe, sie gefällt euch nach wie vor. Also mir gefällt sie natürlich sowieso immer und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und sag somit, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!